Naja, es taucht dann unter Eis und das ist ja wieder irgend so ein erfundener Rekord. Die Rekorde waren am Anfang sehr wichtig und mein größter Traum war es, und das war erstens einmal für mich das Unglaublichste, was ich jemals erlebt habe. Ja, dann erstmal herzlich willkommen, Christian Redl, hier bei Freelife Your Life. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, auch jetzt logischerweise in dieser momentanen Zeit, dass ich mit dir ein Interview machen kann. Ja, ich sag danke. Bin ja ein Fan von deiner Serie und es macht natürlich immer viel Spaß, wenn man mit jemandem reden kann, auch wenn es jetzt nur virtuell ist, über das Lieblingsthema, ja, das uns ja auch beide verbindet, also von dem her sehr, sehr gerne. Sehr cool, sehr schön. Jetzt haben wir ja auch gesehen, ich wohne jetzt ja auch in Österreich, du bist ja an sich jetzt auch nicht ganz so weit weg. Wir machen es aber trotzdem digital. Aber ich hoffe natürlich, dass wir es im Sommer mal schaffen, zusammen ins Wasser zu springen oder uns auch mal persönlich zu sehen. Das sollte Also irgendwann das ist möglich ziemlich sein. sicher, das ist ziemlich sicher. Das denke ich mir. Sehr cool. Jetzt habe ich gleich mal die erste Frage für dich. Also ich muss ja auch dazu sagen, ich habe in meinen Anfängen des Apnoe-Tauchens habe ich eines seiner Bücher gelesen. Und habe mir da auch Sachen rausgeholt, die ich im Endeffekt für mich sehr interessant fand. Ein Aspekt war, es ging auch viel um deine Rekorde, die du aufgestellt hast und wie du dich im Endeffekt auch darauf vorbereitest, auch diese mentale Vorbereitung auf diese Rekorde. Jetzt ist das eine, diese mentale Vorbereitung, und das Buch ist ja auch ein bisschen länger, da steht ja ganz, ganz viel detailliert auch mit drin. Jetzt ist für mich erstmal die Frage, wieso sind dir denn diese Rekorde so wichtig oder sind sie überhaupt wichtig für dich? Also die Rekorde waren am Anfang sehr wichtig, mittlerweile sind sie eigentlich total unwichtig geworden. Ich mag sie aber trotzdem. Allerdings mache ich es jetzt aus einem anderen Motivationsgrund heraus. Zu Beginn war das definitiv eine Ego-Geschichte. Ja, ich habe halt schon sehr, sehr früh mit dem Sport begonnen. Ich habe das quasi mehr oder weniger in Österreich aufgebaut. Da waren die meisten Freitaucher von euch wahrscheinlich jetzt noch gar nicht auf der Welt, habe ich schon damit begonnen. Das heißt, ich bin da wirklich sehr lange dabei. Also ich war 1996 schon bei der ersten Weltmeisterschaft von der AIDA in Nizza dabei. Zwar damals nur als Zaungast, aber ich war schon dabei. Bei der zweiten habe ich dann selber mitgemacht, 1999. Und mein größter Traum war es, mit 16 irgendwann einmal Profi Luftanhalter zu werden, weil ich den Film im Rausch der Tiefe gesehen habe. Und damals war das halt für uns alle der Auslöser und ich wollte unbedingt wieder Enzo werden und viel Geld, viele Frauen und Weltrekorde und einfach ein cooler Typ sein. Ja. Und du bist halt mit 16 irgendwo so. Und habe aber gemerkt, dass ich eben mit diesen Weltmeisterschaften, Wettkämpfen mein Ziel nicht erreichen kann. Ja, weil wenn du Zweiter bist, bist du schon der erste Verlierer. Also erstens einmal mit dem Faktum schon ein Riesenproblem gehabt. Und das Zweite war, ich habe halt keine Sponsoren gefunden. Wir haben kaum Medienberichte gehabt. Ohne Medien kriegst du keine Sponsoren, ohne Sponsoren kein Geld. Also, und deswegen habe ich dann damals beschlossen, ich würde ganz gerne einen Weltrekordversuch machen und habe mir das Guinness-Buch der Rekorde geholt, habe darin geblättert. Und habe dann eben gelesen, dass es Streckentaucher unter Eis gibt. Damals nur in der Bank gearbeitet, im Sommer Kurse gegeben. Das heißt, ich habe eigentlich nur im Winter Zeit gehabt fürs Training. Und habe gedacht, ja, im Rausch der Tiefe waren es auch unter Eis. Das war eigentlich auch ziemlich geil. Also probieren wir jetzt einmal diesen Weltrekord versuchen. Die war ja vorher noch nie unter Eis tauchen. Das heißt, ich habe im Hallenbad trainiert. Bin dann zum Meistersee gefahren am Montag. Am Freitag war der Weltrekordversuch. Es war alles organisiert mit Notar, Guinness-Buch. Damals dann schon die ersten Sponsoren gefunden dafür. Und dann gehe ich erst einmal eistauchen, ja, und tauche noch 50 Meter auf und habe ein völliges Chaos-Erlebnis gehabt, ja, weil ich glaubt habe, ich muss sterben. Also das war wirklich eine sehr negative Erfahrung. Und am Freitag war aber der Weltrekordversuch. Ja, und ich war quasi mein gesamtes zukünftiges Leben auf diesen Rekord aufgebaut. Wir haben dann trainiert, wir haben gewisse Rituale entwickelt, alles selber. Also ich habe jetzt nie einen Mentalkurs besucht oder so, sondern ich habe das halt alles bei Learning by Doing quasi erlebt und habe dann diesen ersten Weltrekord aufgestellt und habe gewusst, das ist genau meine Welt. Ja, dieses Mentale, das hat mich gefasst. Ja, und deswegen habe ich halt auch nie irgendwie, sagen wir mal so, diese klassischen Weltrekordversuche im Hallenbad oder irgendwas anderes, weil mich das halt damals nie interessiert hat. Also mir hat immer dieser
mentale Aspekt total fasziniert. Und das zweite war natürlich auch, wo ich dann gemerkt habe, naja, wenn jetzt im Hallenbad, also nicht irgendwie über 100 Meter tauche, ja, oder ich tauche jetzt 100 Meter unter Eis, dann ist das halt für die Medien ein komplett anderer Zugang. Die berichten da viel lieber darüber. Ja. Und daraus ist dann halt diese ganze Serie entstanden. Und mit jedem Weltrekord mehr habe ich halt gemerkt, irgendwie ist das nicht das, was dich wirklich befriedigt auf Dauer. Okay, das heißt, du hast für aber mich, an sich für mich war es eher der Weg zum Weltrekord. Das heißt, du hast an sich aber diese Weltrekorde gemacht, das hast du ja gerade ganz klar gesagt. Du hast mit 14 diesen Gedanken, dass du mit 16 an dem Punkt sein möchtest. Das heißt, du hast dich wirklich darauf fokussiert zu sagen, auf was stehen die Medien, was wollen sie sehen, ja, wie kann ich mich selbst medial in Szene setzen, um Sponsoren zu bekommen, um ein gutes Marketing zu haben, um PR zu bekommen, um im Rampenlicht zu stehen. Kann ich genau. das so sagen? Ist das in Ordnung? Genau. Ja, ja. Nein, das war genau so, weil das war ja das, für das ich ja damals auch sehr kritisiert worden bin, weil die Leute dann gesagt haben, ja, der ist ja sportlich gesehen viel, viel schlechter wie die meisten anderen Freitaucher von uns, aber Sponsoren und so weiter, nur mein Zugang war ja komplett anderer. Ich wollte einfach nur mein Traumleben tatsächlich realisieren und leben und habe halt versucht zu überlegen, wie komme ich dorthin. Ja. Okay, also ist cool. Also erstmal vielen lieben Dank für deine ehrlichen Worte, Christian, weil du wusstest nicht glauben, mit wie vielen Leuten ich spreche. Und ich sag mal so, off the record gibt es einige, die im Endeffekt danach auch gesagt haben, ja, ist alles cool, aber weißt du was? Die Rekorde mache ich eigentlich nur, damit ich mehr Publicity bekomme, Marketing bekomme. Das ist eigentlich für mich so das Wichtigste. Also danke, dass du das auch ganz klar einfach so sagst, weil ich das, was du auch gerade gesagt hast, dass andere Leute vielleicht dann darüber reden, die verstehen wahrscheinlich eben im Endeffekt nicht, was deine Intention war. Genau, und genau. Das, die haben halt nur gesagt, naja, es taucht da unter Eis und das ist ja wieder irgend so ein erfundener Rekord, was erstens einmal Blödsinn ist, weil es gab ja vor mir schon einen Rekord, also habe ich etwas gebrochen. Also das war jetzt ja nicht meine Erfindung, das Streckentauchen unter Eis. Aber man muss halt wissen, ich habe ein Ziel gehabt. Seit 15 Jahren lebe ich diesen Traum jetzt wirklich. Also ich habe mich 2006 dann selbstständig gemacht. Und alles, was ich getan habe, war eigentlich nur, um genau diesen Punkt zu erreichen, dass ich es dann irgendwann einmal umsetzen kann. Ja. Und das Problem ist natürlich, wenn jetzt die Leute das nicht verstehen, ja, und die sehen immer nur, boah, der fliegt in der ganzen Welt umeinander und hat Kurse und Vorträge und Bücher und dieses und jenes, aber was da eigentlich für eine Arbeit dahinter steckt, ja, dass ich jeden Tag, wie jeder andere Mensch auch im Büro sitzt bei mir und an diesen Projekten arbeite, mir überlege, was kann ich als nächstes tun, damit eben der Ball auch am Laufen bleibt. Ja. Also es ist ja kein Sponsor zu mir gekommen und hat gesagt, hey, wir wollen dich jetzt sponsern. Also es geht im Endeffekt ein einziger. Es geht im Endeffekt auch um die Arbeit, überhaupt dahin zu kommen, diese Rekorde genau. umsetzen zu können, muss man auch sagen. Ist ja auch logistisch. Genau, und das ist aber das, was mich mehr interessiert. Also mich interessiert ja nicht das Ergebnis jetzt mehr per se, sondern mich interessiert ja eher der Weg dorthin. Also wenn die Leute sagen, hey, du, das ist unmöglich, ja, dann interessiert es mich noch mehr, um ihnen zu beweisen, dass es dann eben doch möglich ist. Also da sieht man halt auch wieder diese mentale Einstellung und mentale Arbeit, die da dahinter steckt. Aber das ist ja eigentlich das, was mich viel mehr interessiert, als wie ich jetzt dann 10 Urkunden vom Guinness-Buch da hängen habe oder 11. Das macht jetzt mein Leben weder besser noch schlechter. Und wie viele hast du jetzt? Und schon gar nicht von den Mitmenschen. Ja. Wie viele Urkunden hast du jetzt von Guinness? In Summe müsste ich jetzt dann nachschauen, ich weiß jetzt gar nicht genau, weil ich für mich selber habe 11 Weltrekorde. Ja. Wir haben aber in der Vergangenheit sehr viele andere Rekorde noch gemacht, die ich jetzt gar nicht so publik gemacht habe. Ich war zum Beispiel der erste Mensch, der im Internet unter Wasser gesurft hat. Ja, so. Wenn du der erste bist, hast du quasi auch einen Weltrekord. also diese Geschichten, ja, da haben wir sehr viele Projekte realisiert damals, wirklich so funny Geschichten auch. Die habe ich jetzt gar nicht alle gezählt, aber ich schätze mal so, es müssten irgendwie so um die 15 sein. Und welche Rolle spielen die Rekorde denn für dich jetzt? Also mittlerweile ist es tatsächlich nur mehr dazu da, um eben in die Medien zu kommen. Was auf der einen Seite ja nach wie vor wichtig ist, damit du gebucht wirst für Vorträge oder was auch immer. Und auf der anderen Seite, was aber viel wichtiger ist, ich habe vor 2 Jahren beschlossen, dass ich die Ozeane retten möchte. Ich habe da eigenes Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Seven Oceans. Ist mir leider als Corona in die Quere gekommen, sonst wäre das schon viel, viel größer und bekannter gewesen.
Und ich versuche halt quasi diese Publicity, die ich jetzt generiere, zu nutzen, um eben auf die Probleme der Ozeane hinzuweisen. Also das ist irgendwie so meine Lebensmission geworden, was ich sehr cool finde, weil jetzt verstehe ich auch, warum das Wasser, die Rekorde und so weiter. Also das ergibt jetzt alles ein ganz großes Bild für mich und das erfüllt mich jetzt auch total, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe da vor 2 Jahren, wie ich die Idee geboren habe, irgendwie so einen Schub bekommen, sage ich mal, einen Motivationsschub, der unglaublich ist. Und das wird mir jetzt mein restliches Leben begleiten. Sehr cool. Das heißt, du hast im Endeffekt deine Bekanntheit, nutzt du jetzt, um eigentlich ein ökologisches Projekt voranzutreiben. Genau. Also die Idee ist einfach, ich mache das jetzt auch immer in meinen Vorträgen, also egal was das Thema jetzt ist, auch wenn es jetzt um Motivation oder was auch immer geht, wird immer am Schluss die letzten 10 Minuten verwendet, um eben auf diese Probleme der Ozeane hinzuweisen. Und das wird auch relativ gut angenommen. Also bei den Briefings, wenn ich mit den Firmen spreche, erzähle ich das halt immer und die sind dann immer total begeistert. Sehr cool. Und also da wird man heuer hoffentlich auch noch einiges mehr erfahren. Und wie gesagt, das wird dann sehr, sehr groß publik gemacht dann. Wo finde ich denn das, wenn ich jetzt mehr über dieses Projekt erfahren möchte? Es gibt auf Instagram und auf Facebook eine Seite, die nennt sich Save the Seven Oceans. Okay. Das Projekt nennt sich Seven Oceans for the Love of the Ocean. Und im Prinzip geht es darum, dass ich quasi mehr oder weniger das Sprachrohr der Ozeane sein möchte und gleichzeitig aber auch eine Plattform für die Lösungen. Also ich bin jetzt ja niemand, der was erfindet oder erforscht oder sonstiges. Aber durch meine ganzen Reisen und mein Netzwerk kennen natürlich unzählige Projekte, Menschen, Firmen, die halt wirklich gute Ideen oder Projekte haben, die halt leider jetzt dann nicht so publik werden. Und diesen Unternehmungen möchte ich dann eben helfen, um Geld einzusammeln, um größer zu werden, damit wir vielleicht doch noch irgendwie die Kurve kratzen. Sehr cool, sehr cool. Gute Idee. Das ist echt eine spannende Geschichte. Jetzt habe ich nochmal eine Frage zu dem Thema Ängste. Du hast ja vorhin schon erzählt, gerade dein erster Weltrekord, den du gemacht hast, mit dem Untereistauchen beispielsweise, der war jetzt nicht so komfortabel, hast du gemeint. Also gerade die ersten Versuche. Und ich glaube auch, also, dass du sicherlich auch in den letzten, sag ich mal, 15 Jahren vielleicht nicht nur mit deinen Rekorden auch viel Erfahrung gesammelt hast, mit diesen Grenzerfahrungen umzugehen, sondern auch sicherlich heute in der Situation, auch im Privaten vielleicht öfters mal Momente hast, bei denen du vielleicht dieses Angstgefühl hast, ja, oder dieses Gefühl, ja, sich einfach nicht wohlzufühlen. Wie gehst du denn, oder wie gingst du früher damit um und wie gehst du jetzt mit diesen Ängsten um? Also das Gute ist das, dass jeder, der sich mit dem Sport auseinandersetzt und ein bisschen tiefer eintaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr viel über sich selber lernt. Ja, das Witzige ist, wenn ich mit Mentaltrainer spreche und ihnen ein paar Dinge erzähle, dann sagen die, du machst alles richtig. Obwohl ich es eigentlich nie gelernt habe, in dem Sinn. Ich habe aber halt durch diese Rekorde und so weiter eben so viel kennengelernt, weil, und das ist, glaube ich, der große Vorteil beim Freitauchen, wir können uns nicht betrügen. Du kannst ja nicht selber anlügen. Wenn ich jetzt ein Problem habe, ja, und ich stehe jetzt vorm Spiegel, schaue rein, kann ich sagen, eigentlich ist eh alles okay. Halb so dramatisch. Kann ich mir jetzt einreden. Ja? Und die meisten glauben das ja dann auch, ja? Obwohl es vielleicht sogar dramatischer ist, als sie es dann zugestehen. Ja? Wenn du jetzt aber die Luft anhältst, ja, kommt alles ans Tageslicht. Und du kannst nicht schummeln, ja? Weil 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Aber wie gehst du damit konkret um? Also und, beispielsweise, das, was ich halt gelernt habe, ist eben, dass es da eben so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Ja. Das Wichtigste ist einmal, dass man, wenn man Angst hat, ja, dass man sich das eingesteht. Okay, also das eingestehen ist der erste Punkt. Mhm. Ja, der zweite Punkt ist, ich will das Problem lösen, weil viele sagen, okay, habe ich halt, dann mache ich es halt nicht, und das ist mir egal. Okay, also heißt, die Intention, Lösung. Die Konfrontation damit suchen, ja. Und dann eben Mittel und Wege finden für einen selber, ja, das dann anzugehen. Ja, also ich habe zum Beispiel tatsächlich durch meine Tauchgänge unter Eis, werde nie vergessen, 2003 beim ersten Tauchgang, damals war das 50 Meter Distanz zum Training nur mal, beim ersten Tauchgang überhaupt.
Und wir haben keine Markierungen am Seil gehabt. Ja, meine Sicherungsdacher waren noch nicht ganz fertig und ich habe gesagt, du, egal, es sind eh noch 50 Meter, ich tauche da schon einmal kurz durch und dann am nächsten Tag gehen wir das richtige Training an. Und ich bin dann da abgetaucht, völlig alleine unter Eis und schwimme. Und dann denke ich mir, wie bescheuert bin ich eigentlich? Ich bin jetzt völlig alleine unter Eis. Ja. Wenn jetzt was passiert, finden wir den im nächsten Sommer im Idealfall. Dann mein zweiter Gedanke war, wie weit bin ich eigentlich? Also wann kommt denn endlich das rettende Loch? Ja, weil du siehst ja unter Eis nicht, wie weit es noch ist. Und dann mein dritter Gedanke war, ich will eigentlich nur mehr nach Hause zu meiner Mama und dann kam endlich dieses Loch. Das war jetzt 50 Meter weit und das Ziel war aber am Freitag 90 Meter. Also ich habe nicht gewusst, dass man eine ganze Woche nicht schlafen muss, weil ich bin dann jeden Tag im Bett gelegen und habe dann überlegt, welche Ausrede erzähle ich wem, wenn ich es nicht schaffe am Freitag. Und wir sind dann jeden Tag um 10 Meter weiter getaucht und am Donnerstag bin ich dann 80 Meter weit getaucht. Und dann kam der Freitag und ich habe dann eben diese 90 Meter geschafft. Und das war erstens einmal für mich das Unglaublichste, was ich jemals erlebt habe. Also mir sind die Freudentränen wirklich einen Meter weit aus den Augen gespritzt, weil dieser schwere Rucksack, den ich dann mitgeschleppt habe, einfach weg war, ja, weil ich wollte mein ganzes Leben auf diesen einen Tauchgang aufbauen. Und ich habe aber da schon jetzt die ersten Learnings gehabt. Warum? Weil wir dann begonnen haben, schon am Dienstag Markierungen zu setzen am Seil, damit ich wusste, wie weit ich bin. Ja, das heißt, ich tauche jetzt nicht 100 Meter unter Eis, so wie mein letzter Rekord war, sondern ich tauche 4x25 Meter. Es ist zwar nur immer 100 Meter, aber mental ist es ein komplett anderer Zugang. Ja. Das heißt, jeder Mensch funktioniert mental ein bisschen anders. Und wie funktioniert der Christian? Rede? Also was ist denn jetzt in dem Moment, wie gehst du damit um, ganz konkret? Also bei mir ist es wirklich so, dass ich in Etappen denke. Ja, also das Wichtigste für mich ist erstens einmal immer, ich stelle mir immer zwei Fragen in meinem Leben. Auch das habe ich gelernt durchs Tauchen. Die erste Frage ist, warum? Und die zweite Frage ist, wie sehr? Also egal, was immer ich angehe, stelle ich mir die Frage, warum will ich das und wie sehr will ich das? Mhm. Weil, wenn du diese zwei Fragen beantworten kannst, wirst du jedes Projekt, jedes Ziel, alles in deinem Leben erreichen. Okay. Weil wenn du dein Warum weißt, ja, findest du keine Ausreden mehr, sondern dann bist du auf einmal Problemlöser. Ja? Und wenn das wie sehr groß genug ist, ja, dann ist dir auch die Zeitspanne und so weiter egal. Es kommen viele Leute zu mir und sagen, ja, du, das Startup, die wollen alle nach 6 Monaten Millionär sein, ja, das funktioniert halt leider nicht. Ja. Da ist halt das Warum und das Wieser einfach zu gering. Aber das Warum und das Wieser, muss man vielleicht nur dazu sagen, ist immer zielorientiert, richtig? Ja, ja, genau. Also warum will ich dieses Ziel erreichen, ja, und wie sehr will ich es erreichen? Weil, wie gesagt, dann hast du auch die notwendige Motivation, das Ganze zu erleben. Ja, über teilweise Projekte, ja, die ziehen sich von der Planung übers Training hin viele, viele Jahre. Ja, also fährst du nicht einfach am Nordpol und gehst da oben jetzt eine Runde tauchen. Also das ganze Idee ist entstanden 2003 und 2015 habe ich es dann realisiert. Also das geht dann halt schon über sehr viele Jahre teilweise und wenn das Warum und das ist ja aber groß genug ist, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Und das ist eben, wo ich halt gemerkt habe, das ist extrem wichtig für mich. Das Zweite, was für einen ganz wichtig ist, wie funktioniert das eigene Gehirn? Ja. Das heißt, wie kannst du dich selber überlisten? Also für mich ist es zum Beispiel extrem wichtig. Ich bin ein sehr ritualabhängiger Mensch. Ich ziehe meine Flossen immer gleich an. Es ist alles immer gleich. Wenn ich ins Training gehe, verwende ich immer dasselbe Umkleidekästchen. Wehe, das ist eines daneben, dann habe ich schon Stress. Ja. Das heißt, diese Rituale sind extremst wichtig für mich. Ja. Wenn wir jetzt dann für einen Rekord trainieren, ja, da ist jeder Trainingstag immer gleich. Ja. Ich stehe zur selben Uhrzeit auf, ich esse dasselbe, ich gehe zur selben Zeit ins Wasser, es ist alles immer gleich. Weil ich einfach weiß, dass es für mich wichtig ist. Und wie bin ich da drauf gekommen? Nach diesem ersten geglückten Weltrekord habe ich dann im Sommer 2003 einen anderen Weltrekordversuch unternommen, nämlich das war AIDA No Fins. Ja, und bin dann beim zweiten Weltrekordversuch quasi beim Auftauchen bewusstlos geworden. Und da habe ich dann das erste Mal überlegt, warum hat mein Weltrekordversuch jetzt eben nicht funktioniert. Ja, was war der Unterschied von dem Rekord zum letzten? Und da bin ich zum Beispiel halt draufgekommen auf so ein Detail, dass beim ersten Weltrekordversuch habe ich die angestrebte Distanz vorher noch nie erreicht.
Beim zweiten Weltrekordversuch bin ich im Training sogar über die angestrebte Distanz getaucht und bin trotzdem bewusstlos geworden, ja, was ja eigentlich pervers ist. Nur im Nachhinein bin ich dann drauf gekommen, dass das Problem das war, beim ersten Weltrekord habe ich gewusst, ich habe das, was ich jetzt vorhabe, noch nie gemacht vorher. Das heißt, mein Fokus war viel, viel höher und meine Konzentration als wie beim zweiten Weltrekordversuch. Weil beim zweiten Weltrekordversuch habe ich gedacht, naja, das ist eh als Kindergarten, habe ich eh schon ein Training ein paar Mal geschafft. Ja. Habe 2 Minuten vor dem Tauchgang noch ein ORF-Interview gegeben und habe gesagt, das ist eh alles kein Problem. Ja. Und dann bin ich bewusstlos geworden. Ja. Und da habe ich halt gemerkt, für mich ist ja zum Beispiel extrem wichtig, dass ich die angepeilte Strecke oder Tiefe vorher noch nie gemacht habe. Ja, das heißt, ich höre im Training tatsächlich bei 90-95% auf und habe immer dieses ungewisse, schaffe ich den paar Meter jetzt mehr oder nicht. Ja, für viele ist das cool. Vielleicht der Stress, weil es gibt ja viele andere Freitaucher, die sagen, okay, ich muss jetzt 5 Meter mehr tauchen im Training, damit ich sicher den Weltrekord schaffe. Ja, also das ist eben das Problem dabei, dass halt manche Menschen funktionieren so, andere funktionieren so. Ja. Ja gut, also auch die Aussage im Endeffekt, jeder muss sich erst selber kennenlernen und versuchen, durch diese Erfahrungen herauszufinden, wie kann ich mit diesen Situationen umgehen. Es ist ja einmal Angst, die Aufregung. Du redest ja von ganz vielen verschiedenen mentalen Komponenten, die im Endeffekt aufeinander kommen. Und dann mit denen zu arbeiten. Okay, sehr cool. Und da ist halt wichtig, ja, dass man jetzt nicht nur die guten Tauchgänge analysiert, sondern halt vor allem die negativen auch. Also ich tue immer beides analysieren und überlegen, warum hat der jetzt gut funktioniert, warum hat der jetzt nicht gut funktioniert. Ja. Und durch das, dass es halt schon 4-mal nicht funktioniert hat, unter Anführungszeichen, also 4-mal bin ich bewusstlos geworden bei Wettkämpfen oder bei Rekordversuchen, das waren aber für mich immer die größten Learnings. Weil da habe ich dann analysieren können, okay, was habe ich jetzt genau falsch gemacht in dem Moment, ja, und was muss ich jetzt tun, damit ich das halt beim nächsten Mal vermeiden kann? Ja, und so kann ich halt das dann mir selber zusammenbasteln. Ja, also ich glaube, als Mentaltrainer oder so kannst du ja auch nur Möglichkeiten aufzeigen. Aber das Wichtige ist, jeder muss halt für sich selber herausfinden, wie funktioniert mein eigenes Gehirn. Und da sind wir halt alle unterschiedlich. Ja, und deswegen ist eben das erste Wichtige, man muss halt dazu stehen und wirklich die Wahrheit akzeptieren, wie sie ist und nicht sagen vom Spiegel, naja, ist eh alles okay. Und dann eben dran arbeiten. Ja. Und es gibt genug Tools und Möglichkeiten, ja, um das dann auch zu tun. Und Freitauchen ist, glaube ich, da aber der beste Lehrer, den man sich aussuchen kann. Ja, definitiv. Also definitiv ein guter Lehrer. Und so wie du es auch selber sagst, es gibt verschiedene Techniken, auch Mentaltechniken, die jeder für sich ausprobieren muss, um eigentlich für sich selbst zu erfahren, was passt mir denn? Und was passt mir einfach gar nicht. Und das, was du zum Beispiel sagst, was bei dir wichtig ist mit den Routinen, den 95%, den Fragen, die du dir stellst, die klappen für dich anscheinend super. Ja? Und für andere Personen würden sie vielleicht gar nicht klappen. Also geht es immer um dieses Ausprobieren und Testen. Ja. Wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? Also jetzt denke ich an den Christian Redl und du hast echt schon viel erreicht und hast auch schon einiges gemacht, eben nicht nur jetzt, sondern eben auch davor. Du hast ja auch den Sport deutlich auch mitgeprägt mit deinen Rekorden und die Publicity dazu. Was macht denn so ein Christian Redl glücklich? Was sind denn so deine 3 Sachen, die ein Christian Redl glücklich machen? Also man glaubt es nicht, trotz nach der langen Zeit noch immer, wenn ich ins Wasser gehen darf. Also das macht mich wirklich noch immer glücklich. Also wir haben auch immer wieder regelmäßige Trainings. Ja, und wenn die jetzt zum Beispiel Corona-bedingt nicht stattfinden können, das trifft mich dann schon sehr hart. Also mein Highlight im Sommer ist wirklich immer, am Montag am Abend mit meinen Freunden im See trainieren zu gehen. Also das Also Top 1, wirklich immer noch ins Wasser gehen? Das immer noch ins Wasser gehen. Top 2? Das Nummer 2, was mir wirklich glücklich macht, ist, dass ich das tun kann, was mir glücklich macht. Also es ist wirklich seit 15 Jahren nicht so, dass ich genau das tue, was mir Spaß macht. Also wenn ich jetzt mit dir nicht reden wollen würde, würde ich mit dir nicht reden. Ja, also ich habe einfach jetzt, sage ich mal, diese Freiheit, ja, tun und lassen zu können, was mir wirklich Spaß macht. Und das ist eigentlich unbezahlbar. Okay, ja, also Wasser, dann das ist alles machen zu können, was du diese Freiheit, ja, sagen wir Freiheit. Ja, das ist Wasser und Freiheit. Und Top 3. Und das Dritte ist, ja, dass ich noch immer die Motivation habe, neue Dinge zu testen, auszuprobieren und nicht
stehen bleibe. Also meine größte Angst damals war tatsächlich, wie ich mit diesen Rekorden angefangen habe, dass mir irgendwann einmal die Ideen dafür ausgehen. Also das war meine größte Angst in meinem Leben. Also bin dann aber einen Weltrekord aufgestellt, dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Was mache ich jetzt als nächstes? Ah ja, okay, vom Eis gehen wir auf die Höhle. Okay, was machen wir als nächstes? Da? Und okay, also es meine kommt immer größte wieder Angst was war, von dass außen. ich irgendwann an einen Punkt komme, ja, wo ich da stehe und quasi leer bin, ja, und keine neuen Visionen habe, keine neuen Ziele habe. Dass ich einfach dastehe, ja, und denke mir, okay, was ist das nächste? Und es kommt nichts. Okay. Und da habe ich aber jetzt mittlerweile auch dieses Vertrauen, dass immer wieder was kommt, ja, bis zu meinem letzten Atemzug hoffentlich. Sehr Und cool. weil ich mir diese Einstellung früher gehabt, wenn ich nichts mehr habe, dann bin ich tot. Also Okay. jetzt tot, jetzt nicht körperlich gesehen, sondern halt geistig. Und nachdem ich aber das jetzt auch überwunden habe, ist das halt quasi mein dritter Punkt, der mich glücklich macht, wenn ich quasi, sei es jetzt große Projekte oder kleine Projekte, irgendwas, was ich erreichen kann, wo ich Ziele habe und darauf dann hinarbeite. Also wenn ich jetzt kein Projekt hätte, dann fühle ich mich unglücklich, ja, dann bin ich irgendwie Okay, leer. sehr cool. Ja, dann erstmal vielen lieben Dank. Aber jetzt habe ich doch nochmal eine Frage, obwohl es eigentlich normalerweise meine letzte Frage ist. Wenn du jetzt sagst, naja, irgendwie die neuen Projekte kommen, auf was können wir denn gespannt sein 2021 mit Christian Redl? Was gibt es denn da so für ein Projekt, auf was wir uns freuen können? Naja, der Punkt ist der, also erstens haben wir diese Seven Oceans, nimmt halt jetzt sehr viel Platz und Zeit ein. Und ich bin gerade in einer bisschen einer Neuorientierung. Ja, 2020 war jetzt nicht gerade das einfachste Jahr, sagen wir es einmal so, ja, weil alles, was ich liebe, im Prinzip ja, auf Null gesetzt worden ist. Ich habe kaum Vorträge gehalten, weil alles abgesagt worden ist. Sommer ging noch mit den Kursen, aber meine ganzen Reisen sind auch gecancelt worden. Und das, was halt für mich immer wichtig war, ist, Tauchgänge zu machen, wo halt vorher noch nie jemand war. Da war ja zum Beispiel im letzten Winter im Hintertuxer Gletscher im Ja, das Eispalast habe ich, tauchen. gesehen, ja. Das war richtig geil zum Beispiel. Und an solchen Dingen arbeitet man halt jetzt mit Hochdruck. Ja. Aber was es da jetzt konkret gibt, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, weil wir jetzt auch noch mit den Sponsoren und so weiter in Verhandlungen sind. Und das hängt natürlich alles immer sehr Okay. stark zusammen. Aber Das es wird heißt, definitiv wieder ein paar coole Geschichten geben. also wir können auf jeden Fall gespannt sein und schauen, was auch Definitiv. 2021 bei dir passiert. Ist ja auch total, total nachvollziehbar. Ich glaube, uns geht es allen gleich. Was 2021 passiert, wissen wir noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal 2020 verkraften. Aber dann auf jeden Fall energiegeladen, deinen Glücklichkeitspunkt Nummer 3 vielleicht aufnehmen und sagen, es kommt immer was Neues und ich habe da Genau, Lust also das drauf. ist ganz wichtig. Also ich habe zum Beispiel 2020 dafür genutzt, ja, auch wenn das jetzt vielleicht da wieder für viele merkwürdig ist. Ich habe einen kompletten Restart gemacht. Ja, ich habe Sponsoren verloren, ich habe Sponsoren gekündigt, ja, weil ich gesagt habe, okay, ich nutze jetzt einfach diese Krise als Chance und stelle mich komplett neu auf, erfinde mich komplett neu. Und das macht richtig Spaß auch wieder, ja, weil ich mich jetzt wieder quasi zurückversetzt fühle in die Lage von 2003, wo es de facto begonnen hat. Und ich glaube, sowas ist jetzt auch nicht verkehrt. Okay, Ja, wenn man den sehr gut. ganzen negativen Müll weg, ja, und einfach nach vorne schauen und dann mal schauen, auch sich selbst hinterfragen, was will man, was macht noch Sinn. Wo ist man noch authentisch, wo kann man was verbessern und dann weiterarbeiten einfach. Und ich glaube, da haben wir jetzt alle eine Riesenchance dafür. Okay, super. Dann würde ich hiermit auch, das sind die Worte des Interviews, also einen schönen Restart machen, das auch nutzen, die Krise als Chance nutzen, voranschreiten. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was bei dir passiert. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich werde hinten raus auch nochmal deine Links unter das Video nochmal setzen. Also wer auch Interesse an einem Projekt hat und an der Homepage, kann sich da auch nochmal gerne informieren. Also erstmal auch von mir, von Freedive Your Life, Christian Redl, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die ganzen Infos. Ich sage danke und sehr gerne und hoffentlich bald wieder.